Solar. Gibt es ein Problem? Was bringen mir diese ganzen Informationen zu Photovoltaik, wenn ich nicht weiß, wie eine Solarzelle funktioniert? Oh, das ist auch leider zu hoch für dich. Weil Solarzellen sind ja oft auf dem Dach. Also, eigentlich ist es ganz leicht erklärt. Eine Solarzelle besteht aus Silizium. Das dominierende Material in der Solarindustrie. Und ein Halbleiter. Um damit aufs Dach zu kommen, oder wie? Halbleiter sind Materialien, die ihre elektrischen Eigenschaften verändern können, wenn man zum Beispiel Stoffe hinzufügt oder die Temperatur verändert. Wenn also Sonnenlicht auf die Zelle trifft, werden die Elektronen im Silizium angeregt und das erzeugt Strom. Klar soweit? Naja, so lala. Wieso bewegen sich jetzt diese Elektronen? Die bewegen sich immer, nur dann in eine Richtung und richtig schnell. Auf atomarer Ebene, versteht sich. Und wie komme ich dann an den Strom ran? Naja, über Metallkontakte wird der abgeführt und an die VerbraucherInnen weitergeleitet. Direkt zu deiner Waschmaschine oder in das allgemeine Stromnetz. War doch gar nicht so kompliziert. Ich würde sagen, es läuft bei dir hier oben, wie bei der Solarenergie. Dauert zwar eine Weile, bis es losgeht, aber dann gibt es kein Halten mehr.